Moin Moin, willkommen zu Fallout 4. So, hier am Boston irgendwas stehen wir wegen dem Freedom Trail. Da hatte uns der Robby ja mal was erzählt. Und wir suchen ja jetzt, ne? At Journey's End Follow Freedom's Lantern. Ja, der Freiheitslaterne sollen wir folgen. Ja, Markierung. 7 und A. Irgendein Code? Okay, 7a. Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Schön. 7a. Okay, ich frage erstmal nach Freedom Trail. Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Okay, da haben wir jetzt schon ein paar Orte genannt bekommen. Ich glaube, die sind aber nicht markiert worden, ne? Korte. Ich gucke jetzt mal auf der Karte, ob wir hier 7 und A vielleicht als Markierung haben, aber nee. Ja, Freiheitslaterne Boston, das sind ja Paul Revere's, die Laterne, die er da irgendwie am Kirchturm anbringen musste. Wie war das noch? Eine Laterne, sie kommt von Land, zwei Laternen kommen von See oder umgekehrt. Ja, ne? Gut, ich gucke gerade auf der Karte, ob wir eine Markierung bekommen haben. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Dwayne, Molekularstufe, finde die Railroad, ist ja klar, ne? Und hier Freedom Trail. Ja, ich habe keinen Plan. Ganz ehrlich, ich habe echt keinen Plan. 7a soll jetzt ein Hinweis sein. Wir sollen seine Dingerchens besuchen. Wir kriegen keine Kartenmarkierung. Aber wir haben zumindest ein paar Orte genannt bekommen. Ich vermute mal, die gibt es auch tatsächlich hier so im Spiel. Erstmal gucke ich, was diese rote Tür zu bedeuten hat. Boston Club. Ist ja eigentlich jetzt nicht... Nein, ich gehe da jetzt nicht rein. Ich überlege lieber, wie wir jetzt zu dem Dingsbums kommen können. Ich überlege gerade, hatten wir nicht schon mal irgendein... Nee, das war dieser komische Transzendental-Dingsi-Bumsi. Oder? Der da den Transzendentalismus erforscht hat. Oh. Da ist wieder Kette. Okay. Unser Zeichen für lohnende Beute. 50 Millionen Kilo Plastik. Doch nicht. Radioaktiv. Na, stamm, tam, 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 tam. Okay. Ist die ganze Zeit da? Wer bist du? Okay, ich kann so gut schleichen, dass ich hinter denen herstapfen kann. Die bemerken mich erst 2 Meter hinter ihnen. Massachusetts State House. Okay. War das mit aufgelistet? Ich weiß ehrlich gesagt nur noch Paul Revere's Geburtshaus. Ja, verdreckte Bude hier. Voll mit Radkakerlaken. Und Fallen. Halt. Wenn eine Falle ist, gehört doch auch irgendwas dazu, was die auslösen, ne? Hier sprengen oder so. Ich bin ja nicht gierig, aber haben will ich alles.
Okay, ich sehe keine Sprengfalle oder ähnliches. Guten Tag. Handwerker bestellt, die die Toiletten reparieren sollen. Das Problem hängt wohl mit den alten Rohren im Keller zusammen. Ich würde daher alle darum bitten, die Toilettengebäude nicht zu... Das kommt mir... Ich habe gerade ein Déjà-vu. Das ist für dich machen. Das ist auch fair. Schließlich musst du heute arbeiten. Komm noch zu uns in die Cafeteria. Kaffee und Kuchen. Alle werden da sein. Tut mir leid, ich werde diese Woche nicht zum Baseballspiel schaffen. Ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Vielleicht nächstes Mal. Kannst du außerdem noch... Gibt es hier auch wichtige Nachrichten? Okay, wohl nicht. Meyerlurk, oh, das ist... Oh, hier hängt schon wieder Meyerlurks rum. Meyerlurks, die mag ich nicht. Die sind immer so doof zu knacken. Hier waren wir doch schon drin. Das ist doch mit der Meyerlurk Queen im Keller gewesen, oder? Da haben wir es tagsüber echt nicht zu gebrauchen. Aber er schont so schön die Munition. Na, jetzt komm aber hier. Letzten Rest, du. Meine Güte. Selbst für die Waffe haben wir kaum noch Munition. Das gibt's ja nicht. Nein, Impro-Pistole wollte ich. Ich vermute mal, dass es halt Teil des Schwierigkeitsgrades, dass hier eben so enorm viel Munition durchgeht, weil die Gegner halt so viel Leben haben und Resistenzen. Aber hier waren wir doch drin. Das war doch das Haus. Ich meine, ist es seltsam, dass das Laserstrahlnetz neu war? Sind wir in einen anderen Eingang gekommen? Oder sieht das einfach nur genauso aus und hat auch Dingsies drin? Meyerlurks. Und hier sind wir gerade reingekommen. Mit den beiden Löwen. Das war doch definitiv dieses Gebäude. Huch. In endloser Verwirrung. Waffe brauche ich so einen großen Nussknacker. Den kann man dann die Meyerlurks um den Hals legen und dann knacks. Auch noch ein legendärer. Welche Bombe haben wir da? Okay. Ist das unter uns? Überall hört man sie planschen und rumhaspeln. Da, hab, hab, hab. Spielen. Hau mal drauf rum. Dankeschön. Doppelschuss 44er. Feuert zu. Cool. Das finde ich ja cool. Da gibt es eine neue Waffe, die ich gerne modden würde. Das wär's. Armee-Munitionstasche. Muss man die auch noch extra plündern oder ist das einfach bloß eine blöde Tasche?
So, lecker Vase. Kommt man hier irgendwo hin? Ja, da geht es auch nach oben. Da haben wir Lala. Wir hatten uns vorhin wohl schon mal amüsiert. Schachtel Zichten. Aluminische Kanister. Ich höre Mensch, glaube ich. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Da ist nichts mehr. Hier ist gar nichts. Alles in Ordnung. Alles ganz ruhig. Das ist auch nur der Wind, der hier oben knallt. Ups, das war ein Schuss zu viel. Wie, jetzt schon wieder runter? Ist ja labyrinthisch hier. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ja, kleine Hassviecher hier. Ob es die ein Legendär gibt? So. Ja, hier unten ist das doch mit der Meilerkönigin. So, hab was runtergeplumpst. Das wird sicher lustig. Ja, total lustig. So mega heftig lustig und so. Kra, kra. Oh, ja, es ist ein Psycho runtergeplumpst. Okay, safen wir mal und juhu. Na, da ist die Doppeltür, genau. Ihr Spieldame. Diese Spucker. Der Wind, habe ich schon mal gesagt. Nein, hier hört man nichts. Ist alles still, ganz ruhig. Macht nichts bumm und so. Leuchtepilze. Ich sammle die immer mit ein, die Leuchtepilze, aber ich benutze sie nie. Eigentlich total sinnlos. Genauso die Eier. Wir können so viel Eier omelettes machen. Ich habe, glaube ich, ungefähr 100 Eier liegen. Allein durch die Burg haben wir so elendig viele gesammelt. Knack, 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 knack. Huch, oh nein! Ein Meierlöck, oh nein, ein Meierlöck! Na, schön nachladen. Blödes Ding. Ja, ich weiß nicht, ob wir damals was übersehen haben hier oder ob ich das eingesammelt habe oder die Information schon gekriegt habe und einfach nicht mehr weiß. Ne? Oder vielleicht müssen wir überhaupt gar nicht hier rein. Alles, ja, ne? Vielleicht ja, nein, wenn, dann doch oder nicht. Das Türchen, das musste man irgendwo von einem Terminal aus machen. Von einem Terminal aus aufmachen. Da oben ist der Terminal auch. Quatsch, 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 Quatsch. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie man da hinkommt. Oh, einfach den Kabel folgen. Das wäre doch mal eine Idee. Da ist Durchgang. Ich habe nicht gesehen. Yeah. Ups. So, hier kurz eine Unterbrechung. Bin gleich wieder da. Also, da bin ich wieder. Wenn ich vergessen habe, jetzt die Pause rauszuschneiden, tut es mir wirklich leid. Kann aber passieren, ne?
Ei, ei. Ei, ei, ei. Bumm. Bumm, bumm. Ich würde mich ja darüber beschweren, dass die Kleinen hier auch nur ein Fleisch fallen lassen, aber mal ehrlich, bei so kleinen Viechern ist ein Fleisch schon eine Menge, glaube ich. Mmh. Eieromelettes, Eieromelettes. Eieromelett ist ja eigentlich sehr, sehr lecker, ne? Aber hier radioaktive Mutanten, Krebse ist, glaube ich, dann nicht so lecker. Ich, ja, man sieht es wieder, ich muss sie mitnehmen, das ist schon Zwangsverhalten bei mir. Nein. Sozusagen. Irgendwas ist da. Ja, hey. So, knister, knister. Ich weiß nicht warum, es kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass die Sicht mit der Rüstung ziemlich eingeschränkt ist. Es kommt mir zumindest so vor. Oh, baumelt da ein Kurzgewehr so rum. Okay, Kurzgewehr. Mhm. Eine Sturmgewehr, ein kurzes Sturmgewehr, ein stummes Sturmgewehr. Dili. Aktiviert. Wir nehmen den langen Weg zurück. Ich habe nämlich jetzt eigentlich nicht vor, gegen die Maya Queen nochmal anzutreten. Also, falls es nicht sein muss. Wegen Zeitersparnis und so und Munition sparen. So, hier nochmal quicken saven und da haben wir schon Hugo. Hugo, den Waldschrat, den Mal-Lurking. Bisschen normaler. Mist. Kann jetzt nicht sehen, ne? Ella Badge. So. Ich sag immer wieder, dass die Vorräte knapp werden. Wir mehr riskieren müssen. Die Karawanen sind nicht gut bewacht. Rohre, Daniels, Arbeit. Okay, ich habe es jetzt natürlich nicht richtig durchgelesen, nur ein, zwei Sachen überflogen. Aber sah mir jetzt auch nicht hinweisig aus. Nett. Also die krabbeln jetzt auch unterirdisch lang, interessant. Nur noch 19 Schuss für die Munition. Nein, für die Munition, für die Waffe. Nein, nein. Hey, wer ist da? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Mhm. Meine Güte. Genau. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Das ist schön. Hast dich verpisst, was? Ach, jetzt habe ich zum dritten Mal schon versucht nachzuladen. Geht ja gar nicht. Falsches Gewehr. Ich bin gerade auch voll durcheinander. Hallo? Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Ich konnte nichts mehr machen. Es ging gar nichts. Keine Ahnung, was das war.
Die Waffe hing irgendwie fest, ich konnte nicht nachladen, ich konnte kein Stimpack nutzen. Seltsam. Ja, nicht das erste Mysterium in diesem Spiel. Die habe ich gar nicht bemerkt vorhin. Ups, Schluck auf. So. Die Maya-Leute lassen sie doch einfach stehen. Hier mal eben safe, damit wir das nicht nochmal machen müssen. So, Pistole, ja, können wir behalten. Ist ja genau in die Granate reingelaufen. Ich doch nicht, war jemand anders, glaube ich. Dirt, genau. So, hatte ich hier oben noch nachgeguckt oder war hier nichts mehr? Ja, Kurzzeitgedächtnis, 3 Sekunden, dann ist alles raus. Impro-Pistole, ja, nehmen wir mit. So. Na? Sieht so aus, als könnte man es mitnehmen. Nein. Hallo. Also ja, das Ding, ich verwende es immer wieder. Ja, irgendwas haut hier mit der Waffe, glaube ich. Speicher hier nochmal. Stimmpack. Halt. Oh, dieses ganze Getrappel von den Viechern. Oh, das lenkt ja richtig ab. Na komm. Komm, guck mal, Ecke. Für die Waffe haben wir auch keine Munition mehr. Halt, Impro-Pistole. Nehmen wir auch mit. Alles rein. Das bringt nur Glas, ist uninteressant. Gehen wir jetzt mal mit legendären. Erstmal knister, knister. So, eine Geräuschquelle abgestellt. Der Safe Knackers. Okay, ja. Mächtig. Kampf-Scharfschützengewehr. Okay. Ich nehme das mal mit. Da ging es nicht weiter. Wir haben jetzt noch minimal Munition für diese Waffe hier. Okay, das Ding ist schon entschärft. Irgendwann geht einem das Schlösserknacken auch auf den Nerven. Zu oft knacken muss. Cool.
Gehärtetes Scharfschützengewehr, okay. Lief da gerade was? Hugo! Sprengfallen? Keine. Ach, hier war das mit dem Raider in der Power-Rüstung, ne? Genau. So, dann machen wir jetzt mal Habba Habba. Ein wenig Habba Habba. Gegrillten Radhirsch. Wiegt ein. Irgendwas haben wir doch bestimmt. So. Jetzt gehe ich nochmal die Waffen durch. Hämmerli. Dafür haben wir auch kaum Munition. Dafür haben wir reichlich Munition, aber damit brauchen wir nicht kämpfen. Geht noch. Ja, die 10mm mit Explosiv, die hebe ich mir eigentlich auch für Supermutanten, die Selbstmörder sind. Also Selbstmord-Supermutanten. 38er Kryogranate. 112. Die 45er, da hätten wir 1690 Schuss. Aber ich glaube, ich habe nur die... die silberne Pistole damit. Die von Silver Shotgun. Silver Shot. Ein Schuss. Rot haben wir. Komm, halt. 308, da haben wir 900 Schuss. Das ist doch unser Dings hier, ne? Ach, 38er. Ich dachte, das wäre 308er gewesen. Oh. Da muss ich die mal umbauen auf 308er. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Artillery-Rauchgranate. Okay. Und jetzt nehmen wir den Doppelbum-Bum-Revolver. Bringt aber irgendwie nichts. Also ich fand es jetzt gerade nicht so dolle. Also bei ihm geht es schon deutlich besser. Wenn das Ding zwei Schuss raushaut, es geht aber nur ein Schuss flöten aus der Kammer. Bei jedem Abdrücken. Oh, oh, oh. Da ist er hinterm Tisch. Ja, ich weiß. Ja, wir sollten hier irgendwas mehr ansammeln, irgendein Happa-Happa, wovon wir ganz viel haben, dass wir dann auf eine Taste legen können. Das wäre, glaube ich, etwas sinnvoller. So, minus 50 Rad, das reicht dann. Die möchte ich dann nicht verschwenden. 150. Kein Lebensbalken bei ihm angezeigt. Weiß nicht, ob ich ihn treffe gerade. Oh, ja, ich treffe ihn. So. Jetzt gucke ich nochmal nach, welche Uhrzeit wir haben. Wir haben es. 12.38 Uhr. Das müsste mitten in der Nacht sein, ne? Stimpack. F5. Hier, nicht dauernd unterbrechen. Du nervst. So. Meine Güte. Raider Power Krimskrams interessiert mich auch nicht. Raider Rüstung, also Raider Power Rüstung nehme ich gar nicht mehr mit. Anfangen. Die sind einfach Schiede und wir finden haufenweise andere. Von daher. Okay, lass mal auch mal liegen. Halt. Achso, nee, ich dachte gerade, da wäre Special.
Knochen eines linken Fußes. Aber wir brauchen ja die Knochen. Für irgendwas, ich weiß das nicht mehr. Ich glaube für... Nee, für Gemüsestärke, Frostschutzmittel, irgend sowas, ne? Raketti-Werfer. 50% gegen Tiere. Ich überlege auch schon bei manchen legendären Sachen, ob ich die nicht einfach liegen lasse, weil... ja. Was sollen wir damit? Mal ganz ehrlich, was sollen wir mit diesem blöden Raketenwerfer jetzt? 50% mehr gegen Tiere. Mhm. So, hier. Könnt ihr behalten. Können wir noch überladen? Ey! Achso, die Beine. Ein Bein ist kaputt. Mhm, sehe ich jetzt erst. Okay. Die 44er Pistole finde ich gut. Aber die müsste erst gemoddet werden. Gehärtete Scharfschützengewehr zum Beispiel nehme ich nur mit, um es zu zerlegen. Und ja, bei dem Gewicht, da lasse ich das lieber hier. Da ist der nicht so gut. Ding dong. Könnte man die Power-Rüstungsteile zerlegen, wäre das natürlich nice, aber so, ne. Einfach mal, ne. Okay, jetzt sind wir wieder hier in der Halle. Und ich glaube, das war vollkommen umsonst hier. Hab ich durchforstet? Ja, glaube ich. Jetzt muss ich mal überlegen, wo sind wir denn hier reingekommen? Oh, du kommst mal weg. Munitionskiste. Könnte man sagen, dass man hier Munition gefunden hat, deswegen hat es sich gelohnt, aber wir haben ja so viel Munition rausgehauen, dass es sich dann wieder nicht gelohnt hat. Messinglaterne, ne. Ach, die haben da tatsächlich ein Loch in der Wand. Gut, wir haben haufenweise Mylock-Fleisch gefunden. Hat sich gelohnt. Ene, mene, mu und weg. Oh, das muss aber der richtige... Hahaha, vorhin habe ich sie gesucht. Da sind sie. Tada. Okay, ich glaube, das war wirklich vollkommen umsonst, da reinzugehen. Aber naja, was soll's. Wir haben XP gemacht, sogar einiges. Finde ich nicht schlecht. Von daher hat es sich gelohnt. Aber ich wäre jetzt natürlich lieber zum Freedom Trail gekommen, um mal mit der Questlinie voranzukommen. Ich möchte gerne mal mit der Hauptquest deutlich voranschreiten. Weil ich glaube, wir sind da überhaupt noch nicht weit. Also wir haben da noch ein ganzes Eckchen vor uns. Darum dachte ich mir, wird es sich vielleicht lohnen, da einfach mal so, keine Ahnung, 10 Missionen oder so zu machen, damit wir mal ein bisschen vorangekommen sind. Und dann, ja, guck mal weiter. Mhm. Mhm, mhm. Ladebildschirm? Ja, schön. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Okay. 4 und L. Definitiv ein Code. Ich vermute mal, ich muss mir das nicht aufschreiben, ne? 7A, 4L. Was ist, wenn ich es mir doch aufschreiben muss? Das ist aber eher selten bei Fallout, dass man sich irgendwas notieren muss. Meistens hat er es dann. Und jetzt, irgendwo hatte ich hier einen Kugelschreiber liegen. Meinen üblichen Block. Aber der Kugelschreiber. Ne, ich beiß mir einfach den Finger und schreib's mit Blut. Wo ist denn der Kugelschreiber hin? Okay. Immer diese nächtlichen Ruhestörungen hier. Oh. Wir werden sogar weitergeschürt, ey. Ich habe eben nicht auf die Taste gehauen. Keine Ahnung, warum er geschlagen hat. Ich glaube, das Spiel macht sich auch selbstständig zwischendurch. So.
Jetzt bin ich dezent in Panik hier, weil ich wohl doch irgendwas notieren muss. Und ich kann mir nicht erklären, wo mein Kugelschreiber abgeblieben ist. 2 und A. 7A, 4L, 2A. Okay. Da wird geziegelt. Was ist das? Ich bin nicht hier. Hier ist niemand. Heute kein Kampf. Heute kein Kampf, genau. Nix Kampf. Hallo. Oh, du hast aber Munition. Genau. So. Kann ich Licht gleich wieder anmachen. Jetzt können wir nochmal gucken. Also das ist, glaube ich, das rote Ding. Das geht nach da und ja, vermutlich dann in diese Richtung. Ist ja wie eine Schnitzeljagd hier. Da kommen wir raus. Da gehen wir hin und... Jetzt ein 6 und ein O. Je weiter ich komme, desto dringender möchte ich meinen blöden Kugelschreiber haben. Herrgott, nee, nein. So, Moment mal eben, kurzes Päuschen. So, jetzt habe ich ihn panisch wiedergefunden. So, was hatten wir? 6O. Schreiben wir 6O noch auf. Rein vorsichtshalber. Rein vorsichtshalber. Da. Gut, da müssen wir tatsächlich nicht in irgendwelche Häuser reingehen, sondern einfach bloß die Gullideckel wohl finden. Mass Fusion Gebäude. Die arbeiten gerade an der Entwicklung des Mass Effects, kennt man ja. Wuffi! So, ich weiß gar nicht, ob das hier immer noch weitergeht mit dem. Ja, tut es. 3i. 3i. Versenkt. So, was ist das hier? Old Corner Bookstore. Bookstore. Klingt nach Heftchen. Waren wir da schon drin? Nö, ne? Also die Chance vielleicht auf ein Grognack-Heft oder so möchte ich mir hier nicht entgehen lassen. Deswegen gucken wir hier mal rein. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Ich werde nämlich hier erstmal einen Cut machen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.